Brenntag weniger gut. Aber das ergibt sich eigentlich schon aus der Natur der Sache, haben wir gesehen über die ganze letzte Zeit. Chemiewerte nicht besonders gut. Wir haben hier eine Gewinnwarnung nach der anderen reingekriegt. Und jetzt hat JP Morgan hier reagiert. Bei Brenntag hat das Ganze von neutral auf underweight gesenkt, also wirklich ein gepfeffertes Downgrade. Kursziel auch reduziert von 83 Euro runter auf 66 Euro. Da sind wir schon fast, aber die sehen hier nochmal einiges an Downside-Potenzial. Wenn wir uns vielleicht mal hier den Verlauf des letzten Jahres anschauen und gucken mal, wo der Bereich 66 so liegt, naja, dann ist das hier so das nächste größere Unterstützungslevel, ne, was hier von diesen letzten Tiefs kommt. Da geht man jetzt also davon aus, dass dieser Bereich hier noch erreicht wird. Bei Brenntag sieht es, wie ich finde, insgesamt sogar ein bisschen besser aus als bei den meisten anderen Chemiekonzernen. Man hat hier im Prinzip zwei große Geschäftsfelder, wo jetzt auch der ein oder andere aktivistische Investor mit dabei ist, der gerne möchte, dass das Ganze irgendwie abgespalten wird, dass diese beiden Bereiche getrennt werden, sich separat voneinander entwickeln können. So weit ist Brenntag jetzt nicht. Die möchten also das Ganze nicht aufspalten, aber die sind dabei, das ganze System neu auszurichten, schlanker zu gestalten, die Strukturen innerhalb dieser beiden Geschäftsbereiche mehr zu trennen, damit beide Geschäftsbereiche dann eben die Möglichkeit haben, dynamischer zu wachsen, sich besser auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Man will kürzere Handlungsketten, dass man schneller reagieren kann und dementsprechend dann eben auch ein schnelleres Wachstum zeigen. Das muss sich erstmal über die nächsten Quartale alles noch zeigen, wie sich das entwickelt. Aber im Moment, wenn wir uns das Ganze anschauen, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13, ist relativ günstig. Da liegen wir also auch wirklich am unteren Ende der Bewertungsrange. Da ist also auch ja recht wenig Erfolgreiches im Moment inzwischen eingepreist. Und das heißt, dass wir typischerweise eine ganz gute Chance haben auf positive Überraschungen vielleicht bei der Brenntag-Aktie. Im Dreijahreschart sehen wir dann auch die Hürden, die im Moment hier laufen. Die Hürden, das sind eben diese Bereiche, die jetzt hier oben einmal angelaufen worden sind. Da ist der starke Widerstandsbereich. Das wäre etwas, was ich als nächstes Kursziel dann hier auch sehen würde. Mir gefällt dieser 66, 65 Euro Bereich, den JP Morgan jetzt hier anpeilt. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also als Investor würde ich gerne sehen wollen, dass wir hier runterkommen und dann an diesem Bereich hier auch irgendwo eine Bodenbildung generieren. Dann hätten wir ein Kursziel hier von 75 Euro, wo wir wieder hingehen könnten. Aber insgesamt muss ich halt auch sagen, Chemiebranche ist meiner Meinung nach im Moment nicht the place to be. Muss man im Moment nicht im Depot haben, zumal wir ja sehen, dass es auch in China nicht so läuft, wie wir gerne wollen. Also hier müssten wir schon wirklich sehen, dass sich fundamental ein bisschen was verbessert und dann könnte Brenntag auch wieder interessanter werden. Aber heute belastet auf jeden Fall erstmal das Downgrade hier, 3,5% geht es nach unten.